Kondomträume des FC Homburg waren gestern im letzten Augenblick geplatzt. Der DFB-Liga-Ausschuss zeigte sich bei London gefühlsecht ganz gefühlskalt. Die Werbung der Homburger, so meinen sie, verstoße gegen die Grundsätze von Ethik und Moral. Also erstens haben wir uns ja in der Werbung sehr zurückgehalten, da wir Werbung nicht für Kondome machen, sondern für die Firma London. Das muss man sicherlich schon mal in den Vordergrund stellen. Und darüber hinaus haben Sie natürlich völlig recht, das mit dem Verstoß gegen Ethik und Moral zu begründen, ist in der heutigen Zeit sicherlich schon fast als Witz zu bezeichnen. Wenn man sieht, welche Anstrengungen die Bundesregierung unternimmt, um in der AIDS-Aufklärung halt auch Werbung für Kondome zu machen und der Deutsche Fußballbund unter dem Hinweis auf Verstoß gegen Ethik und Moral eine solche Werbung ablehnt. So ganz allerdings haben sich die Verantwortlichen mit der Ablehnung ihrer Verhüterli-Werbung noch nicht abgefunden. Wir halten die Entscheidung für absurd und wir werden die Entscheidung auch nicht hinnehmen. Für den 16.03. ist eine mündliche Verhandlung vor dem Ständigen Schiedsgericht des Deutschen Fußballbundes festgelegt, 18 Uhr in Frankfurt im Airport Hotel. Dort werden wir schauen, ob die Entscheidung Bestand hat. Sollte sie aber vor dem Schiedsgericht Bestand haben, werden wir vor die ordentlichen Gerichte gehen. Die Homburger kamen dann allerdings doch mit London auf der Brust aus der Kabine. Schiedsrichter Heidmann jedoch hatte ganz klare DFB-Order. Folglich bestehen nur zwei Möglichkeiten. A, dass das Spiel nicht angepfiffen wird oder B, dass der FC Homburg die Trikots wechselt. Und der Verein hat das also dem entsprechend Rechnung getragen, macht es. Und wir werden also gleich pünktlich entsprechender Durchführungsbestimmungen auflaufen. Die Saarländer kamen also brav mit nackter Trikotbrust aufs Spielfeld zurück. Unter den Besuchern gab es übrigens nur wenige, die sich an einer London-Werbung auf Homburger Trikots gestört hätten. Warum die Homburger jetzt nicht mit der Kondomwerbung? Ich meine, es war ja nur der Schriftzug London und sonst ja nichts. Ne? Also ich finde es irgendwo Blödsinn. Heikles Thema. Ich wäre ohne weiteres dafür, weil ja, dies das Gespräch zurzeit mit ein Gespräch in der ganzen Umwelt ist. Und auch sonst wo, selbst in der Kirche, dafür in Anführungsstrichen selbst Reklame gemacht wird. Warum nicht hier auch auf den Trikots? Also ich finde das eine Schweinerei vom DFB. Also ich würde sagen, es wird so viel Werbung betrieben, da kann man darüber auch ruhig Werbung betreiben, zumal das ein aktuelles Thema ist und ich finde es normalerweise gar nicht verkehrt. Also ich finde das irgendwie Blödsinn, weil also der Oma, finde ich, der hat sich doch jetzt nur ein gutes Mittel ausgedacht irgendwie, um doch jetzt mit Werbung jetzt irgendwie was zu machen und sich ins Blickfeld zu setzen. Also ich finde es Blödsinn. Naja, die Polizei war eigentlich auch dafür, die Herren jedenfalls, die Dame hatte so ihre Bedenken. Aber die Werbung müsste eigentlich, oder diese Summe müsste eigentlich schon fast bezahlt werden, denn alle Welt spricht natürlich über dieses Thema. Insofern hat die Firma natürlich ihr Ziel erreicht. Ganz interessante Geschichte, mal sehen, was daraus wird. Vielleicht kriegen wir da ja noch irgendwie eine weitere Meldung in der nächsten Woche. Wir haben immer noch das Problem mit dem KSC. Sie verzeihen mir, liebe Fußballfreunde in Hamburg und beim